Gesichter gezeichnet von unendlichem Leid. Diese Kinder haben einen Völkermord überlebt. Während des Ersten Weltkrieges löscht das Osmanische Reich das armenische Volk aus. 100 Jahre später weigert sich die türkische Regierung noch immer, die Massenmorde und Deportationen von Armeniern als Genozid anzuerkennen. Wir sind nicht dazu verpflichtet, auf Bestellung von einigen Kreisen einen angeblichen Armenier-Völkermord zu akzeptieren. Im politischen Archiv des Auswärtigen Amtes in Berlin lagern hunderte Dokumente, die die systematische Vernichtung des armenischen Volkes belegen. Doch nicht nur das. Sie zeigen auch, welche Rolle Deutschland bei diesem Völkermord gespielt hat. Denn der wichtigste Bündnispartner der Osmanen im Ersten Weltkrieg war das Deutsche Kaiserreich. Es hat sich in dieser Frage extrem moralisch gleichgültig verhalten gegenüber dem, was dort passiert. Meiner Meinung nach ist die politische Rückendeckung, die Deutschland damals den Jungtürken auch bei der Durchführung des Völkermordes gegeben hat, ist mehr, als dass sie nur zugeguckt haben. Der Türkei-Korrespondent der TAZ, Jürgen Gottschlich, hat in deutschen und türkischen Archiven recherchiert. Er ist der Frage nachgegangen, welche Rolle Deutschland bei der Vernichtung der Armenier gespielt hat. Es war eine aktive politische Beihilfe zum Völkermord, um ihre eigenen Kriegsziele durchsetzen zu können. Beihilfe zum Völkermord, so der Titel seines Buches. Eine historische Spurensuche, die die deutsche Verstrickung am Genozid an den Armeniern offenlegt. Zu Beginn des Ersten Weltkrieges geht Kaiser Wilhelm ein geheimes Militärbündnis mit dem Osmanischen Reich ein. Deutschland vermacht dem Waffenbruder zwei Kriegsschiffe. Fortan kontrolliert die Türkei den Meereszugang durch die Dardanellen und blockiert damit einen strategisch wichtigen Seeweg für Russland. Das Osmanische Reich wird zum entscheidenden Bündnispartner, um Russlands Vormarsch zu beenden. Deutschland soll im Gegenzug das marode Militär des Landes modernisieren. Der deutsche General Bronsart von Schellendorf wird Generalstabschef des Osmanischen Heeres. Gemeinsam mit dem mächtigen Kriegsminister Enver Pascha entwirft er Strategien, um den Krieg zu gewinnen. Doch im Winter 1914 erleidet das Osmanische Heer im Kaukasus eine schwere Niederlage gegen die Russen. Armenische Soldaten des Osmanischen Heeres sollen zu den Russen übergelaufen und damit für die Niederlage verantwortlich sein. Eine Dolchstoßlegende, die nicht nur türkische, sondern auch deutsche Militärs verbreiten. Sie hätten dann anschließend entweder zugeben müssen, dass sie da ein Desaster angerichtet haben, oder sie mussten einen Sündenbock präsentieren. Und sie haben natürlich das Zweite gemacht und die Armenier als Sündenbock präsentiert. Und da war Bronsart auch kein irgendwie Zuschauer, sondern er war unmittelbar beteiligt. Der innere Feind im türkischen Volk muss entfernt werden, damit der Sieg im Krieg nicht gefährdet ist. Mit dieser Propaganda beginnt der Völkermord an der christlich-armenischen Minderheit im Land. Ab dem Frühjahr 1915 werden Hunderttausende Armenier auf Todesmärsche geschickt. Paramilitärische Einheiten massakrieren Kinder, Frauen und Männer. Die türkische Führungsklique um den Innenminister Talat Bey, den Kriegsminister Enver Pascha und den General Cemal Pascha nutzt den Krieg, um ihre Vision eines ethnisch reinen türkischen Nationalstaats zu verwirklichen. Die deutsche Reichsregierung ist bestens über die Gräueltaten ihres Bündnispartners informiert. Das zeigen verschiedene Briefwechsel zwischen Diplomaten vor Ort und dem Auswärtigen Amt in Berlin. So schreibt der deutsche Botschafter in Konstantinopel, Hans von Wangenheim, im Juli 1915: Die Art, wie die Umsiedlung durchgeführt wird, zeigt, dass die Regierung tatsächlich den Zweck verfolgt, die armenische Rasse im türkischen Reiche zu vernichten. Doch Deutschland sieht keinen Grund zu intervenieren, lässt seinen Bündnispartner gewähren. Reichskanzler Theobald von Bethmann-Hollweg wehrt Versuche, mäßigend auf den Bündnispartner einzugehen, immer wieder ab. Im Dezember 1915 notiert er in einem handschriftlichen Aktenvermerk:
Unser einziges Ziel ist, die Türkei bis zum Ende des Krieges an unserer Seite zu halten. Gleichgültig, ob darüber Armenier zugrunde gehen oder nicht. Man ordnete das, was im Osmanischen Reich mit den Armeniern passierte, einer Mentalität der extremen Kriegsführung unter. Man dachte militärisch, man dachte nicht genozidal, aber man nahm das in Kauf, weil man den Krieg um jeden Preis gewinnen wollte. Den Krieg um jeden Preis gewinnen, um die Vorherrschaft im Orient zu erlangen. Mit diesem Ziel treibt das Deutsche Kaiserreich auch den Bau der Bagdadbahn im Osmanischen Reich voran. Die jungtürkische Regierung stellt dafür Zehntausende armenische Zwangsarbeiter zur Verfügung. Die Betreiber der Bahn, die Philipp Holzmann AG und die Deutsche Bank, profitieren. Die Bahn wird zudem für Deportationen von Armeniern in Richtung syrischer Wüste genutzt. Ab Oktober 1915 entscheidet die türkische Regierung, dass sämtliche armenische Angestellte der Bagdadbahn deportiert werden sollen. Den Befehl unterschreibt ein deutscher Offizier. Über 1 Million Armenier werden insgesamt Opfer der genozidalen Politik der Jungtürken. Die deutsche Reichsregierung bleibt tatenlos. Einzelne deutsche Militärs verantworten Deportationen und Massaker. Doch reicht das, um dem Deutschen Kaiserreich eine Beihilfe zum Völkermord nachzuweisen? Ohne die Deutschen hätten sie es nicht machen können. Also wenn die Türkei neutral geblieben wäre, wäre der Druck von den anderen Großmächten viel zu groß gewesen, als dass sie diesen Völkermord hätten durchziehen können. Das konnten sie nur unter dem Schutz der deutschen Politik im Krieg. Deutschland trägt eine Mitverantwortung, doch die derzeitige Bundesregierung lehnt den Begriff Völkermord ab. Hat Deutschland nicht die Pflicht, die systematische Auslöschung des armenischen Volkes und die eigene Verstrickung darin klar zu benennen? Zu einer offiziellen Stellungnahme gegenüber Kulturzeit waren weder die Kulturstaatsministerin noch das Auswärtige Amt bereit. Es liegt da natürlich eine enorme Amnesie vor. Denn es ist seit 100 Jahren Regierungswissen, ich zitiere das nochmal, dass die Reichsregierung bereits im Juli 1915 wusste, ist die erklärte Absicht der türkischen Regierung, die armenische Rasse auf dem Territorium der Türkei zu vernichten. Das würde man nach heutigen rechtlichen Maßstäben ohne Zweifel als Völkermord bezeichnen. Wenn die Deutschen sagen würden, ja, wir erkennen das an, damals hat ein Völkermord stattgefunden und wir waren leider auch mittelbar daran beteiligt, dann würde es den Türken natürlich schwieriger fallen, ihre Position durchzuhalten. Aret, die große Katastrophe. So nennen die Armenier den Genozid an ihrem Volk. Doch wer die Wahrheit darüber nicht ausspricht, der fügt Opfern, Überlebenden und deren Nachkommen erneutes Leid zu.